christliches Zusammensein. Unter diesem Motto wurde in der Kirchgasse zu 35 Jahre Vereinshaus Kitzbühel geladen. Nach der Begrüßung und einer kurzen Reise in die Vergangenheit ging es wieder mit vollem Elan in die fröhliche Vereinsfeier. Vor 35 Jahren wurde das Vereinsheim in Kitzbühel eröffnet. Heinz, du bist der Mann der ersten Stunde, warst also von Anfang an mit dabei. Ja. Warum hast du dich entschieden, im Vereinsheim so aktiv tätig zu sein? Ja, hätte in erster Linie damit zusammengehängt, oder hängt damit zusammen, dass ich ein Erlebnis hatte mit einem jungen Burschen, der eigentlich sonst ins Erziehungsheim gekommen hat. Und wer mich dann gefragt hat, was er denn sonst tun soll, als wir da das Geld zu verplappern, im Club 3, wie das damals geheißen hat, hat er gesagt, was soll ich denn sinnstehen? Dann haben wir gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, ihm eine andere Antwort geben zu können, weil Antwort habe ich ihm keine geben können. Er hätte nur sagen können, gehe in irgendein anderes Lokal. Nicht? Ja. Und da habe ich mich entschieden dafür, dass man da was für die Jugend, für die ältere Generation, für die Aktiven, Wasserrettung beispielsweise und so, oder für die Naturfreunde und die Kinderfreunde, die waren ja damals dann schon gegründet, dass man nachher das ihm empfehlen kann. Ihr habt dann dieses Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen, musstet aber da ziemlich viel Arbeit hineinstecken. Eigentlich wäre, wenn wir das bauen hätten müssen, fast gleich besser gewesen. Nur die Örtlichkeit, mitten in Kitzbühel ein Heim zu haben, ist natürlich schon wertvoll gewesen. Und der Raum war ja in einem entsetzlichen Zustand. Aber mit Hilfe von vielen Freunden und Hilfe von Fachleuten, die sich kostenlos zur Verfügung gestellt haben, ist es also möglich gewesen. Und wir haben bald einmal, wie ich schon erwähnt habe, 105.000 Schilling zur Seite gehabt. Und so fechten war ich nicht so schlecht. Ja. Da habe ich aber keinen guten, einen Weg gefunden, dorthin zu kommen. Und all diese Mitarbeiter haben natürlich ihr Vereinsheim jetzt richtig lieb gewonnen. Welche Vereine sind denn hier alle drinnen? Ja, die Mieterin selber ist die Sozialdemokratische Partei. Wir haben aber, weil wir doch gesagt haben, das sollte nicht also nur ein Heim der Sozialdemokratischen Partei werden, haben wir eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo wir alle übrigen Möglichkeiten haben. Zum Beispiel haben wir den Arwe da gehabt, wir haben den Computerclub da herinnen gehabt, wir haben die Naturfreunde da und die Wasserrettung da. Die treffen sich jede Woche einmal da. Jetzt ist es aber wirklich so weit gekommen. Nach 35 Jahren legst du dein Amt als geschäftsführender Obmann nieder. Ist deine Nachfolge schon gesichert? Ich weiß keinen und es ist auch nicht meine Aufgabe, jemanden zu finden, der das meiner Meinung nach gut macht. Weil das soll der gefunden werden, der es wirklich aufgrund der Meinungen, die da herrschen, ich bin ein echter Demokrat, die sollen das finden und sollen dann auf alle Fälle küren. Und das muss ja der nächste Nachfolger, der kann ja nur 3 Jahre oder 5 Jahre das machen. Dann muss man halt wieder jemanden suchen. 35 Jahre würde ich niemanden wünschen, dass er das machen muss, obwohl es im Grunde genommen auch schön sein kann. Ja. Man kann nicht reich werden, weil man verdient dabei überhaupt nichts. Man kann nur Zeit investieren, gewinnen kann man den Kontakt mit den anderen Menschen und helfen den anderen Menschen. Das ist das Einzige, worum es eigentlich geht. Und ich bin ein zufriedener Mensch und daher als solcher gehe ich auch von da weg. Also mit allen ein gutes Verhältnis. Und ich glaube kaum, dass es auch der Aufruf vom Bürgermeister, vom Klaus, also dass der was nützt, wenn sie sagen, nein, mach's doch noch weiter. Es muss ein anderer gefunden werden. Deine Tätigkeit legst du also fix nieder, aber man wird dich trotzdem noch im Vereinsheim sehen ab und zu. Ja, ich werde wegen dem, also
nicht aus der Welt scheiden. Nicht? Für mich ist das immer nur, wer hat nicht mehr so intensiv bei der Sache dort sein und vor allem nicht mehr tonangebend. Aber ich bin überzeugt, dass es viele gibt, die dann immer wieder kommen und sagen, du, was sagst du denn jetzt zu dem und so weiter. Und da habe ich nichts dagegen, wenn sie mir was fragen. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Danke.